Hallo, in dieser Aufgabe geht es um Folgendes. Gegeben ist das allgemeine Dreieck ABC mit AB gleich 6 cm, BC 8 cm und Winkel BAC sind 50 Grad. Berechne das Maß des Winkels ACB. Wenn wir keine Zeichnung oder keine Skizze vor uns haben, bietet es sich immer an, eine zu zeichnen, um sich das grafisch etwas besser vorstellen zu können. Wir machen eine Skizze, die muss nicht maßstabsgetreu sein, die darf auch freie Hand gezeichnet werden. Und beschriften diese mit ABC. Ja, wir haben das Dreieck ABC. Nächster Schritt, wir tragen die Größen ein, die wir kennen. Wir wissen zum Beispiel, die Strecke AB ist 6 cm, die Strecke BC ist 8 cm und der Winkel BAC, das ist der hier unten, ja, von B über A nach C, ist 50 Grad. Ja, bei der Skizze ist es vollkommen egal, dass es diese 8 cm Strecke hier augenscheinlich kleiner ist als die 6 cm. Wie gesagt, es ist nur eine Skizze. So, nächster Schritt. Was ist gesucht? Der Winkel hier oben, der Winkel ACB. Bei dieser Konstellation, wenn zwei Seiten und ein Winkel gesucht ist, kann es passieren, dass dieses Dreieck nicht eindeutig ist. Das bedeutet, es gibt mehrere Möglichkeiten, wenn wir jetzt eine Rechnung ansetzen, also dass zum Beispiel gar kein Dreieck existiert oder dass es genau eine Lösung gibt, das wäre schön, oder dass es zwei Lösungen geben kann. Darauf muss man Acht geben, wenn man diese Vorgaben hat, und am besten kann man das mit den sogenannten Kongruenzsätzen überprüfen. Kennen wir noch aus der 8. Klasse, das war der SSS, der SWS, WSW und SSB. Ja, einer von diesen vier Kongruenzsätzen muss gelten, dann ist dieses Dreieck eindeutig, dann kriegen wir auch eine eindeutige Lösung. So, welche dieser Sätze gilt jetzt nun? Kann man sehr schnell überprüfen, der SSS fällt eigentlich schnell raus, weil ich habe ja nur zwei Seiten gegeben, die dritte Seite kenne ich nicht. Der WSW fällt auch raus, weil ich habe nur einen Winkel gegeben, nämlich den BAC. So, bleibt noch SWS und SSW übrig. Der SWS fällt auch raus, weil der Winkel nicht zwischen den beiden gegebenen Seiten liegt. Also kannst du noch der SSW sein. SSW heißt, der Winkel muss der größeren Seite gegenüber liegen. Schauen wir es uns an. Der Winkel liegt tatsächlich den 8 cm gegenüber und nicht den 6 cm. Das heißt, der SSW ist gültig. Wenn wir eine Rechnung ansetzen, kommt also eine Lösung raus und wir müssen uns da keine Gedanken machen. Nächster Schritt. Wie fange ich an zu rechnen? Ich gebe mir wie folgt vor, ich schaue mir das Dreieck an und überlege mir, ist es ein rechtwinkliges Dreieck? Wenn ja, würde nämlich Sinus, Cosinus, Tangens und Pythagoras funktionieren, die sind ein bisschen einfacher. Wenn nein, funktioniert nur der Sinussatz oder der Cosinussatz. Wenn wir nicht wissen, ob es rechtwinklig ist, auch wenn es jetzt vielleicht danach aussehen könnte, müssen wir davon ausgehen, es ist nicht rechtwinklig. Also einen von diesen beiden Sätzen ansetzen. Okay, welcher funktioniert jetzt? Wenn wir uns den Cosinussatz anschauen, das sehen wir vielleicht schon in der Formel, man braucht alle drei Seiten des Dreiecks. Die Seite hier kenne ich jetzt allerdings nicht. Die ist auch nicht gesucht oder gefragt oder gegeben oder sonst was. Das heißt, mit dem Cosinussatz hätte ich eigentlich keine Chance, da komme ich nicht weiter. Mit dem Sinussatz muss ich auch wieder überprüfen. Der Sinussatz benötigt die Seiten und die gegenüberliegenden Winkel. Wenn ich mir das anschaue, dieser Winkel liegt dieser Seite gegenüber und der gesuchte Winkel liegt den 6 cm gegenüber. Würde also die Anforderungen erfüllen, folglich brauchen wir auch den Sinussatz. In der Formelsammlung sieht er wie folgt aus. Seite A geteilt durch Sinus Alpha ist gleich Seite B durch Sinus Beta ist gleich Seite C durch Sinus Gamma. Man kann es auch umdrehen, dass der Sinus oben steht, aber ungefähr so sieht er aus. Jetzt schauen wir uns an, welche Seiten wir brauchen und welche Winkel und stellen demnach die Formel auf. Okay, wir haben oben hier bei C, das ist der Gamma, also könnte ich es jetzt wie folgt schreiben. Ich fange immer mit dem Unbekannten an, das ist für mich immer schöner. Sinus vom Winkel ACB, ja, ich habe jetzt im Prinzip oben mit unten getauscht, geteilt durch die gegenüberliegende Seite. Gegenüber vom Winkel ACB liegt die Seite AB. Also Sinuswinkel ACB geteilt durch AB ist gleich. Wenn ich hier oben mit dem Sinus anfange, muss ich jetzt auch
hier weiter mit dem Sinus anfangen. Der andere bekannte Winkel war der BAC, geteilt durch die gegenüberliegende Seite, das war die Seite BC. Okay, nächster Schritt ist Größen einsetzen. Was kenne ich alles? Sinus der ACB ist ja nach wie vor gesucht. AB kenne ich mit 6 cm, ist gleich Sinus von 50 Grad, das war der Winkel hier oben, geteilt durch die 8 cm. Jetzt gilt, ich muss nach dem Sinus, also nach dem Winkel ACB auflösen. Wer einen geeigneten Taschenrechner hat, kann an dieser Stelle den Solver einsetzen und kriegt dann eine Lösung raus. Wenn nicht, müssen wir über Äquivalenzumformung gehen. Packe ich das mal ein Stück weiter nach hinten. Und zwar wie folgt, muss ich zuerst hier die 6 im Nenner wegbringen. Ein Bruchstrich ist nichts anderes als geteilt, also heißt Sinuswinkel ACB geteilt durch 6. Umkehrrechnung ansetzen, muss ich also mit 6 multiplizieren, damit hier unten diese 6 verschwinden würde. Da schreiben wir erst die nächste Zeile. Dann folgt Sinuswinkel ACB ist gleich, und jetzt den Teil einfach abschreiben, Sinus von 50 Grad geteilt durch 8 mal 6. So, jetzt haben wir noch Sinus ACB, also den Sinus davor, den müssen wir auch noch wegbringen mit der Umkehrfunktion vom Sinus, also Sinus hoch minus 1. Und dann folgt daraus, Winkel ACB ist gleich Sinus hoch minus 1 von, und jetzt einfach den ganzen Rest hier reinschreiben, Sinus 50 Grad geteilt durch 8 mal 6. So, das tippen wir jetzt in den Taschenrechner ein. Das müsste auch tatsächlich jeder Taschenrechner schaffen. Also Sinus hoch minus 1 gibt dann eine Größe von 35,07 Grad. Ja, und somit haben wir jetzt den gesuchten Winkel da oben berechnet über den Sinussatz.